Hallo und herzlich willkommen zurück zu East Jade, wo wir uns ja hier ins Atelier geschlichen haben. Und mal schauen, wer es ist. Round there, then a straight line here. Yes, that looks better. Die will mit uns reden? Round there, nee. Then a straight line ja, here. Dann halt nicht. Dann gucke ich mich einfach mal so in deinem Zuhause um. Oder auch nicht. Oh, das ist schön aus. Ist das einfach nur schön hier? War ich hier schon drin? Ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht. Trade here, trade there. Samira. So many folk scurrying about. Bist du eine Händlerin? A trader? I suppose you could say that. A trader of sorts. Just take a look at all those shiny things coming in the markets. Sad day. And my leg stopped working quite so well. Haven't made it down to the lower level in some time. Das ist schade. Say, I heard from some other folks that you're one of the most helpful people in Eastshade. Do you have time to help an old woman? Mensch, da wächst mein Ego ja bis sonst wohin. Aber okay. Excellent, excellent. You and I, young friend. I can tell we're gonna make a fine pair. Was soll ich denn für dich tun? Been a long time since I had a partner of any sort. Oh, I feel 10 years younger. I'm embarrassed to admit. I left a precious box up north, in the caverns. You know, the howling caverns on the Teef Moor Bluffs? I must have left it there. Du hast eine Kiste vergessen, in einer Höhle? It was years ago. Mind you, that I left it behind. Longer, actually. I was still a young girl. Spent time playing all over Eastshade. That box was one of my favorite possessions. Passed down from my mother. Warum hast du nicht schon früher danach gesucht? I must have spent hours searching those caverns. Don't know if the sea swept it out or if someone came and took it. Suppose I became a touch more sentimental in my later years. I just want to see it again. Woher weiß ich, ob ich die richtige Kiste gefunden habe? It has some decoration, you know. Not too much. It's a rather simple wooden box, I think. Du weißt nicht, wie sie aussieht? It's been so long since I've seen it. I don't remember all the details, but there can't be many boxes in that cavern. Not to worry. I have confidence you'll find it, child. Away with you. Ich werde mein Bestes geben. Und wir haben noch eine Marktromanze. Nee. Die verlorene Kiste da. Ja. Kriegen wir da 50.000 Quests rein. Mal gucken, wann ich die alle gelöst kriege und ob ich sie überhaupt gelöst kriege. Hier waren wir auch noch nicht. Da hätte ich die Kerze schon mitgenommen. Wer bist denn du? A new face. Allow me to introduce myself. I'm Zara, Assistant Research Scientist here at the University. Do you know of Melek? He's the merchant selling ja. The so-called Elixir of Life down in the market. Ich kenne ihn. And? Do you think it can really extend your life? Vermutlich nicht. That seems a reasonable guess. I have a favor to ask of you. Do you think you could perhaps go to Melek's shop in the market and buy me one of said elixirs? I'll buy it from you at twice what it's worth. Warum willst du eins? I'd like to run some tests on it. I've heard the claims and let's just say I'm skeptical. This elixir of life seems to be quite a trendy product in the city. And if this Melek fellow is cheating folks out of their hard-earned glowstones, I'd like to know the truth of it. Warum kaufst du nicht einfach selbst eins? Well, you see, I've earned a bit of a reputation here in Nava as the resident skeptic. I just like to know the science of things. I tried to buy one from him. He told me that with my closed-minded attitude, it would never work on me, and refused to sell me one. The obvious tactic of a charlatan, if you ask me.
Ich kaufe den Elixier. Fantastic. You can find me here just about any time. I'm always working. Bis dann. Noch eine Quest. So, jetzt gucken wir hier mal in die Mitte. Ah, da geht's hoch, aber lässt uns nicht durch. Sorry, you can't go up there right now. We're doing some renovations. Wann kann ich hoch? Hard to say. Wow. Maybe in 10 months, give or take. Could be longer if we hit any delays. Kannst du mich nicht irgendwie vorbeilassen? Well, you need a pass. Any official from the university should be able to give you one. Okay. Have a good one. Thank you. Das heißt, ich muss ein Elixier kaufen. Dann der Elixier geben und dann gibt es uns einen Passierschein. Habe ich das richtig verstanden? Wahrscheinlich schon. So, dann gehen wir wieder hier runter. Das war die Universität hier, gell? Ich glaube schon. Aber ihr wollt ja eigentlich nicht mehr reden. Aber hier gab es Bücher. Ach ja, haha. Eine Geschichte des Tees in Nava. Der blumige Duft der Teefelder ist eine der schönsten Kindheitserinnerungen jedes Navianers, auf denen die ganze Stadt in der Regenzeit hinfiebert. Obwohl die meisten Landwirtschaften rund um Nava sich auf Erbsen spezialisiert, befindet sich das größte Teefeld der Insel in der die Stadt umgebenden Steppe. Einige dort angebaute Pflanzen sind mittlerweile 55 Jahre alt. Jeder Bauer hat seine eigene Methode zu trocknen der Pflanzen und Mischung des Tees. Das einfachste Rezept für einen klassischen Eastshade-Tee besteht ja aus drei verschiedenen Teesorten. Der Legende nach soll ein reicher Händler während einer Dürre in die Stadt gekommen sein. Anstatt den Händler mit einem einzigen Becher voll dünner Brühe zu enttäuschen, kombinierten die Bauern ihre Teeblätter und erfanden so einen unvergleichlichen Geschmack. Importierte Teesorten in fremden Ländern brachten neue Geschmäcker und Sortenvielfalt auf den Markt. Das verzückt Teefreunde auf der ganzen Insel. So, so. Gab es aber noch mehr Bücher, gell? Da. Ach Gott, Füchse in Eastshade, eine traurige Entwicklung. Die Felder Eastshades waren einst die Heimat zahlreicher Bärenfüchse. Diese geschichtlichen Verwandten der Hunde waren ausgewachsen ungefähr 2 Pfoten lang und ernährten sich ausschließlich von Beeren. Sie lebten oft unter Obstbäumen, Nestern und in deren Kronen waren gesellige Wesen. Zu große Ernteeinfuhren der Obstbäume führten zu einem Abfall der Produktion und eine Infektion aus Übersicht zerstörte schließlich die liebsten Bäume der Füchse. Die Einwohner Eastshade versuchten, den Füchsen das Stadtleben beizubringen und ihre Diät um andere Früchte zu erweitern, aber der Erfolg ließ auf sich warten. Innerhalb eines Jahres war der Bärfuchs ausgestorben. Oh. Etwas besser ist es ihrem Verwandten, den Wasserfüchsen, ergangen. Es ist noch immer sehr wenig über die Tiere bekannt, auch die Population geht rapide zurück. Eine der wenigen Dinge, die Naturforscher herausfinden konnten, ist die enorme Schüchternheit der Wasserfüchse. Nicht einmal Nahrungsvorkommen und ihr eigenes Netz suchen die Tiere auf, wenn sich jemand oder etwas in der Nähe ist, dem sie nicht vertrauen. Tiere zu beobachten muss also aus der Ferne geschehen. Wasserfüchse wurden dabei beobachtet, sich von Eiern zu ernähren und für ihre Jungen zu sorgen. So, so. Und noch mehr Bücher? Jawohl. Die Gebäude Eastshades. Die überall auf der Insel verteilten Signaltürme gehören zu den ersten größeren Gebäuden, die auf Eastshade errichtet worden sind. Die Wächter in jedem Turm waren geschult, in Lichtercode mit angrenzenden Siedlungen zu kommunizieren, um Neuigkeiten von Krankheiten, Notfällen und Feiern zu verbreiten. Nachdem festliche Wege angelegt waren und mehr Leute lesen gelernt hatten, wurde die Nutzung der Türme ausgesetzt, obwohl viele davon bis heute stehen. Der erste Turm wurde in Alt-Lindau gebaut und zusätzlich dazu genutzt, mit Schiffen vor der Küste zu kommunizieren. Der Turmwärter gab oft Signale an vorbeifahrende Schiffe, um nach Handel mit internationalen Nahrungsmitteln und Medizin zu fragen, die dann von dort an die umgebenden Dörfer verteilt wurden. Ja, seems legit, ne? Gab's hier noch Bücher? Kerze? Nein, das war's mit Büchern, okay. So, dann geht's hier wieder runter. Wie viel Uhr haben wir? 14.05 Uhr, okay. Ich muss die Uhr ja mal im Blick halten wegen Schlafen, weil wir hier ja noch keine Übernachtungsmöglichkeit haben, meine ich. Oder ich hab's vergessen, kann natürlich auch sein. So, dann gehen wir mal ins Ware ansehen. Dankeschön. Jetzt wieder da hoch. Yay! Aber wenn ich die Feststelltaste aktiviert habe, läuft die automatisch schneller. Und ich muss keine Taste mehr drücken. Okay, got it. Jetzt wieder hier hoch.
Und dann gucken wir uns mal bei der Nava um, weil ich glaube, wir sind noch nicht ganz fertig, weil uns eine Feld fehlt uns auf jeden Fall noch, das weiß ich. Aber dann sollten wir es, glaube ich, haben mit allem hier Nava. Ich glaube, wenn ich hier rumrenne, ist es schneller, oder? Huch. Yep, ist es. A fine day for science. Did you by chance pick me up one of those elixirs from the market? Trank verkaufen. What? Now I can run some tests. Why don't you come back in about an hour and I'll fill you in on my findings. Thema wählen. Passierschein. I know it's a spectacular view. Beyond that though, is there any reason specifically you need to be up there? Ich möchte da oben malen. I see. Well, I'll tell you what. Help me with discovering the truth about Melek's elixir. And I'll get you a pass. Ja. Dann good luck, have fun, ne? So, dann gehen wir hier runter. Ich weiß manchmal nicht, warum es ruckelt, weil ich habe nichts anderes offen, abgesehen jetzt vom Aufnahmeprogramm und halt dieses Spiel hier. Daher wundert es mich, dass es überhaupt ruckelt, weil anfangs ist es ja gar nicht geruckelt und da hatte ich auch nichts offen. Aber gut, vielleicht muss der mittlerweile so viel laden, dass er einfach keinen Bock mehr hat, als 50 zu anzuzeigen. Ich weiß es nicht. So, jetzt will ich auch noch zu einem Feld runter. So, die Treppe hier runter, gell? I mean so. War auch interessant, dass man auf das eine Feld einfach so kommt und hier halt, ja. Ach, wir kommen ja von hier aus gar nicht aufs Feld. Okay, I guess. Dann... Hi, okay, du willst nicht mit mir reden? Jetzt kann ich ja mal rumgehen. Bring mir das denn? What's the password? Ah, ich weiß nicht. Then get lost. Das sind wohl die Wurzeln. Okay, da muss ich ja noch ein bisschen was rausfinden drüber. Gut, gut. Mit so viele Quests offen, ich blicke schon gar nicht mehr durch. Aber wo ich durchblicke ist... Es tut mir leid, Lebenmusik. Oder muss dann... Ticken leiser. Oh, sie sind ja ein bisschen zu leise. Ich weiß, ich habe Probleme mit den Einstellungen. Ich weiß, ich weiß. So. Fortsetzen. Es ist halt, ich gucke halt immer, wie es bei OBS ist. Und manchmal ist es halt so, ja, zu leise, dann ist es wieder zu laut. Ich blick's nicht. Naja. Nevermind. Wird schon irgendwie funktionieren. So, dann haben wir dich noch. Oh my god, I can't believe this happened. Ich bin da. Ach so. Das ist noch nicht alles. Hm. Okay, I guess. Das ist anscheinend hier die Taverne. Oh. Hier war ich auch noch gar nicht drin. Alles verschlossen, okay. Bevor ich mit dir rede, gehen wir gerade noch kurz mal hoch, ne? Ich bin gleich da. Ich bin sofort wieder da. Hübsch hier. Huch. Okay. Konnte mit keinem reden. Was ist das denn? Okay. Okay, I guess. Interesting. Dem Elixier wurde auf jeden Fall aktualisiert. Das heißt, wir können da jetzt auch wieder hin. Ich will aber gerade mit dem reden, um zu erfahren,
Wie viel es kostet, hier zu übernachten? Hi. Welcome to the inn below the tarnished teapot. Wieso wird dieser Ort so genannt? Correct. Es hat keinen Namen. That is the name. We once had another name, but everyone just called us that inn below the tarnished teapot. I don't really blame them. This place is a bit of a dump. The manager has really let it go. Wer ist der Inhaber? Me. Wow. Warum ist er heruntergekommen? It's cold and damp. Tiny windows. Smells a little stale. At least the front door's nice and big. That's a plus, I suppose. Warum reparierst du das Gasthaus nicht? Sounds hard. Thema wählen, Wurzeln. It's kind of like a club. Traumtees. People go under the city to drink dream teas, relax, unwind. It used to be open for everyone, but it's pretty locked down now. Some folks have been trying to destroy or steal their tea plants, so they had to get real protective. There was a dream party out on the Salt Spring coast a few nights ago. Who knows? Maybe you can make the right connections and get a chance to try some. Okay. Hätte gern ein Zimmer. Sure. We have rats. Ich bin mir sicher. If you really want, first door on your left. 2. Gut, dass er mir sagt, wie viel es kostet. Ich kann hier aber auch nur schlafen und halt die Kerze mitnehmen. Okay. Haben wir jetzt schon mal ein Zimmer für die Nacht? Na gut, 16 Uhr. Noch müssen wir nicht schlafen, aber bald, wenn es so weitergeht. So. Auch hübsch. Dann geht's dann wieder hoch zur... Ich habe ihren Namen vergessen. Die Skeptikerin. Und hoffe ich, gibt uns Passierschein für das zweite Bild für unsere Mutter malen können. Weil dann hätten wir schon mal 2 gelöst. Na komm. Dup, dup, dup. Und wieder hier lang. Flupp. Kurzer Leck. Ach so. Ja gut, ne? I do love working here in the university. Even though my senior professor Esma can be a bit eccentric at times. Well, I've run some tests. Unfortunately, my findings are inconclusive. The solution seems to be mixed with so many things I can't get a clear reading of its composition. I've been thinking. Melek claims the life-giving ingredient in his potions is water from the local hot springs. I know it's a big ask, but I'm wondering if you're interested in collecting water samples from each of the 5 hot springs of Eastshade. Then we can really answer this question once and for all. No more tricks, no more overpriced traps. What do you say? Das ist nicht Ihr Ernst, oder? Fantastic. Take these empty vials. The collection should be fairly straightforward. Finding the 5 hot springs will be the hard part. Supi. They're in all corners of the island and some are rather tucked away. Ne, wo eine ist, wissen wir ja. Macht eher Sorgen, dass eine Tür verbuggt ist, aber hey. Ja gut, wo eine ist, wie gesagt, wissen wir ja. Die andere... Die anderen 4 wissen wir noch nicht und wir haben ja auch noch nicht wirklich viel erkundet. Wir haben ja bis jetzt nur hier das alles hier erkundet. Also, ne, so hier so. Da sieht ihr meine Maus gar nicht, Entschuldigung. Okay. Bisschen blöd. Naja. Ja, farewell. Okay, das heißt, die Quest können wir jetzt auch nicht auf einmal so lösen. Können wir überhaupt irgendwas lösen? Ah, hat wahrscheinlich eine Wurzel zu tun, okay. Geschäftigen Ort aussenden. Da muss ich auch noch rausfinden, wo. Ja, bla.
für'n Arsch. Ach ja, die heißen Quellen. Gut, das können wir jetzt, glaube ich, schon mal abschließen, hoffe ich. Und dann, ja. Schon mal eine Quest weniger. Da muss ich mich um dich noch kümmern, irgendwie.